Hallo zusammen. Ich freue mich jetzt auch mal hier zu sein, einen kleinen Vortrag machen zu dürfen. Also Thema Data Regions. Ja, wir haben es im Laufe des Jahres immer wieder als Diskussionspunkt gehabt. Wie sieht es denn eigentlich aus, auch gerade mit DSGVO und Co., wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Speicherort für die Daten? Und da war immer so ein Wunsch, das wäre doch super, wenn ich auch die Datenspeicherung in Europa vorhalten kann, am liebsten vielleicht sogar auch in Frankfurt. Und bisher war die Stellungnahme von Google immer in der Richtung, dass gesagt wurde, eben um ein ideales Produkt bereitstellen zu können, haben wir eine globale Distribution. Das hilft dabei, sozusagen auch wenn in Europa alle Rechenzentren ausfallen würden, dass es immer noch eine Möglichkeit ist, aus anderen Regionen der Welt zum Beispiel denjenigen zu bedienen und eben eine minimale Latenz sicherzustellen. Tatsächlich ist es im Hintergrund so, wenn ich jetzt irgendwie mal 3 Monate nach Südamerika gehen würde, dass auch Datenpakete sich näher zu mir als User sozusagen verschieben im Hintergrund. Davon kriege ich nicht groß was mit, aber um eine möglichst schnelle Reaktionszeit sozusagen sicherzustellen. Der spannende Punkt, der jetzt seit diesem Sommer verfügbar ist, ist, dass die Data Regions mit aufgemacht wurden und gewisse Daten sozusagen in eine Region verschoben werden können. Wir werden das gleich auch nochmal sehen, dass dort bisher Europa und USA zur Verfügung stehen. Oder ich sage, ich will die globale Aufteilung. Das sind im Endeffekt die 3 Varianten dafür habe. Das ist eine ganz elegante, leichte Sache, wo man aber trotzdem mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken kann, will ich das eigentlich oder nicht, weil es halt auch ein paar Downsides sozusagen hat. Da gehen wir dann aber gleich mal drauf ein. Genau. Das Schöne ist, ich habe eigentlich keine große Setup-Kosten dabei, wenn ich die Data Regions nutzen will, sondern ab dem Business-Tarif, also für Business und Enterprise, habe ich die Möglichkeit, einfach mal 2, 3 Klicks zu machen und habe die Konfiguration für mich gemacht. Es gibt ja auch keine Anforderung, dass ich mindestens X User oder sowas haben muss, sondern das ist eher vom Tarif abhängig und eben ab Business verfügbar. Ja? Man kann für verschiedene Organisationseinheiten, die ich in meinem Unternehmen habe, die sind im Admin-Panel in der G Suite immer unterteilt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin vielleicht auch ein größeres Unternehmen mit verschiedenen Tochtergesellschaften, das kann ja auch schon hier bei Volker ein Fall sein, der sagt, wir haben so eine Art Holding-Struktur und haben darunter mehrere kleine Firmen, dass man sagt, ich lege mir die als eigene Organisationseinheiten an, um da unterschiedliche Konfigurationen auch drauf machen zu können. Und dort kann ich für verschiedene Organisationseinheiten auch verschiedene Standorte zuweisen. Das heißt, wenn ich jetzt eine europäische Tochtergesellschaft habe und ich habe zum Beispiel eine nordamerikanische Tochtergesellschaft, dann könnte ich denen jeweils unterschiedliche Konfigurationen zuweisen. Also den einen sagen, bitte die Daten in den USA vorhalten, den anderen in Europa. Lässt sich jederzeit auch wieder ändern und ist sehr schnell gemacht. Wie gesagt, also die Konfiguration erfolgt mit wenigen Klicks. Und wenn ich jetzt neue User dann in dieser Organisationseinheit, ich kann es natürlich auch auf die ganze Organisation konfigurieren, aber wenn ich jetzt für uns einmal sage, die Daten sollen in Europa liegen, dann greift es bei neuen Usern eben auch immer direkt. Ja? Wenn ich dann einen Nutzer aber habe, der jetzt zum Beispiel in Europa in der Organisationseinheit zugeordnet war und in die USA geht und ich den der US-Organisation zuordne, dann passiert im Hintergrund, ohne dass ich als Admin irgendwas machen muss, diese Datentransferierung auch. Ja, das heißt, es wird direkt aufgegriffen und es gibt auch keinerlei Einschränkungen, was die Arbeit an den Dokumenten angeht, während diese transferiert werden. Das Ganze ist Enterprise-ready sozusagen. Es ist ab Business und Enterprise, wie ich schon gesagt habe, ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Das ist inkludiert in dem Tarif und es gibt da keine Art von Transferschwierigkeiten, dass irgendwelche Bereitstellungs- oder Probleme in der Bearbeitung von Dokumenten dann zum Beispiel auftreten, während im Hintergrund dieser Transfer durchgeführt wird. Welche Dienste und Daten sind da inkludiert? Das sind eigentlich schon so die Kerndienste, die wir aus der G Suite auch kennen. Also für Mail zum Beispiel, für Kalender, für Drive, für Chat sind die wesentlichen Sachen mit drin und auch bei den Dokumenten. Eben ausgenommen sind unter anderem so Sachen wie, dass halt irgendwelche Sachen noch in einem Cache liegen und zwischengespeichert wurden, die dann vielleicht nicht transferiert werden. Und genau, also hier sieht man so ein bisschen den Überblick, welche Elemente dort alle enthalten sind.
Man muss natürlich gucken, wenn man jetzt zum Beispiel mit Integrationen, also mit Sachen aus dem Marketplace zum Beispiel arbeitet, aus dem G Suite Marketplace, dann sind die ja in Teilen, das muss man prüfen, je nach Anbieter, vielleicht auch irgendwo in der Cloud gestored, letztendlich die Daten, die ich dort verarbeite, die haben jetzt nichts mit dem Google Service zum Beispiel an dieser Stelle zu tun, ne, weil es ja ein Drittanbieter, den ich dann an der Stelle nutze. Insofern einfach mal selbst auch vielleicht durchgehen, gucken, was für Anwendungsfälle habe ich, was nutze ich da. Und dann kann man gucken, wie weitreichend diese Datenregion auch für mich und für meinen Case greift. Die Konfiguration ist sehr einfach eigentlich. Wir sehen hier erstmal links so den ersten Schritt. Wenn ich im Admin-Bereich auf mein Unternehmensprofil gehe, habe ich dort einen Bereich für die Datenbereiche, finde jetzt hier so ein paar Infos vor und kann dann sagen, ich mache keine Einstellung. Was im Kern heißt, dass ich diese globale Aufteilung der Daten nach bestem Wissen und Gewissen von Google vorhalte. Wenn ich jetzt in dem Fall beispielhaft sage, okay, ich will das Ganze nach Europa schieben, dann sagt er mir, der Datentransfer wird etwas dauern. Tatsächlich sagen sie, der wird innerhalb von Monaten durchgeführt. Hängt letztendlich auch von den Datenmengen ab, aber es gibt keine ganz klare Aussage dazu. Wir sehen aber gleich, dass man auf dem Dashboard eine Info kriegt, wie weit das vorangeschritten ist. Ja? Aber die generelle Aussage ist, das wird innerhalb von Monaten dann sozusagen transferiert. Der Fortschritt ist aber in diesem Dashboard sichtbar und da kann ich mir immer einen Einblick verschaffen. Wenn ich jetzt Europa speichere, dann kann ich auf dem Dashboard mir den aktuellen Stand anschauen. Das sieht aber erstmal so aus hier. Ne? Also der Verschiebungsfortschritt braucht ein bisschen, bis der sichtbar wird. In dem Fall sind es halt 48 Stunden, bis ich dann diese Visualisierung bekomme. Und rechts seht ihr mal ein Beispiel, wie das dann de facto aussieht, wenn ich die Daten sozusagen in eine Organisation oder in eine Data Region verschieben möchte. Dann kriege ich so einen Progress Bar und kann mir dort anschauen, wie weit dieser Transfer fortgeschritten ist. Unser Vicky Chada, der Datenschutzrechtsanwalt, den ihr vielleicht im einen oder anderen Vortrag hier bei uns auch schon kennengelernt habt, der hat gesagt, jawohl, das ist cool, genau der richtige Schritt jetzt in die Richtung auch. Dazu gibt es jetzt noch diese neue C5-Zertifizierung, die Google noch dazu bekommen hat vom BSI. Und das sind so wichtige Sachen, die in Richtung Audits zum Beispiel auch zuletzt erfolgt sind. Das ist jetzt endlich eine Reaktion auf diese Forderung, dass Datenspeicherung auch in Europa möglich sein soll. Und ihr könnt das, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Man muss halt ein bisschen im Kopf behalten, wenn wir jetzt zum Beispiel für unsere Organisationseinheit sagen, wir wollen die grundsätzlich in Europa haben. Wir haben aber auch ein paar Kollegen, die an anderen Standorten der Welt arbeiten. Dann kann es halt ein bisschen Latenz einfach erzeugen, ne? Weil wir ja quasi erzwungen haben, dass die Daten in Europa liegen. Wenn jetzt eine Kollegin aus Costa Rica dann auf diese Daten zugreifen möchte, dann ist es halt für die mitunter etwas langsamer. Das ist einfach eine Abwägung, die man treffen muss für sich. Schön ist auf jeden Fall, dass auf diese Forderung, die insbesondere auch aus dem deutschen Markt sehr, sehr stark kam, dass hier reagiert wurde. Kann ich genau sagen, ob es künftig vielleicht, wenn die Data-Center-Infrastruktur auch in einem Dachraum zum Beispiel weiter ausgebaut wird, ob da noch weitere Schritte denkbar sind. Ich kann mir vorstellen, dass künftig eben auch Südamerika und Co. dort zur Verfügung stehen werden. Aber unsererseits ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Richtung, den Forderungen nachzukommen, dann auch Daten entsprechend in Europa zu hosten. Fragen? Ja. Das richtig verstanden habe, ist das für alle Google Cloud Dinge erhältlich, also sowohl für Basic, also auch Business als auch Enterprise, lässt sich das einstellen? Das ist ab dem Business-Tarif, also in okay. Basic ist das noch nicht inkludiert, diese Datenbereiche auswählen zu können. Sobald man im Business- oder im Enterprise-Tarif ist, okay. Findet ihr auch unter dem Unternehmensprofil diesen neuen Abschnitt für die Datenbereiche. Das sieht dann entsprechend hier so aus. Wo ihr die Auswahl treffen könnt. Okay, danke. Ja, gerne. Ja, einmal hier vorne. Ich habe eine Frage. Eben auf der Folie stand drauf, dass das Datacenter in London ist. Gesagt hattest du aber, es wäre in Frankfurt. Ja, das war jetzt eine Visualisierung hier. Einfach, du meintest das jetzt, ne?
Genau. Ich kann jetzt auch nicht Frankfurt oder London auswählen, sondern ich sage nur Europa. Das ist der einzige Grad, den ich an der Stelle auswählen kann. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel hier in dem Google Slide von, wenn ich jetzt hier zwei Standorte zum Beispiel habe, ja, einer in London, einer in Denver, dann kann ich dort diese unterschiedlichen Festlegungen machen. Aber grundsätzlich wählst du nur aus, zum Beispiel soll in Europa liegen für diese Organisationseinheit als Beispiel. Ich kann nicht, also das muss man differenzieren zwischen der Google Cloud Plattform, wo ich vielleicht sagen kann, ich will jetzt im Rechenzentrum in Frankfurt irgendwas machen. Ja, das ging ja schon vorher quasi. Für die G Suite selbst gab es bisher keine Konfigurationsmöglichkeit der Art und ist jetzt neu dazu gekommen, dass ich sagen kann, ich will es entweder in den USA, in Europa oder eben global verteilt sozusagen machen. Europa würde dann aber bedeuten, es ist in Frankfurt. Europa heißt, es ist über eine Reihe. Wir haben schön oben so eine schöne Karte, wo man die Data Centers in Europa sehen kann. Die sind zum Teil in Skandinavien, die sind auch in Frankfurt, die sind in Zürich. Das heißt, es ist ein Netz von Datencentern, die auch weiterhin eine gewisse Redundanz einfach sicherstellen. Ja, weil es geht ja auch darum, sicherzustellen, dass, wenn jetzt nicht Frankfurt ausfällt, als Beispiel, dass du dann auf deine Sachen nicht zugreifen kannst. Ansonsten könnte Google auch seine 99,9% Uptime-Garantie nicht aussprechen, sondern damit das gesichert werden kann, liegen deine Daten vielleicht auch verteilt in Skandinavien, in Frankfurt, in Zürich und Co., aber eben innerhalb der Europäischen Union. Hintergrund der Frage ist die Frage natürlich nach dem Brexit. Ja. Weil wir stehen unmittelbar vor dem Brexit und haben natürlich dann die Fragestellung, was passiert, wenn die Daten in London liegen? Sind die dann noch DSGVO-konform etc. Ja. pp.? Weil das würde sich ja darüber dann nicht mehr qualifizieren lassen. Ja, Frage. Genau. Also für die DSGVO-Konformität gibt es nochmal zwei andere Settings, die deutlich relevanter sind, die wir in den Datenschutzvorträgen ein bisschen gecovert haben, wo es darum geht, welche Vereinbarungen man mit Google schließen sollte, um diese DSGVO-Konformität haben. Was man auch im Admin-Bereich machen sollte letztendlich. Das ist jetzt ein weiterer Schritt, aber nicht unbedingt der zwangsläufige, um diese Konformität sicherzustellen. Was wir machen können ist, ich bin jetzt in der nächsten oder übernächste Woche auch auf der Google Next in London, da nochmal irgendwie nachzufragen, was mit London, mit Brexit und Co., welche Implikationen das hat oder nicht. Aber nach dem Stand, den wir haben, ist es nicht unmittelbar relevant um die Frage, ob ich DSGVO-konform mich verhalte oder nicht. Dankeschön. Gerne. Okay, dann danke euch. Dann machen wir eine kurze Pause und dann kommt gleich der Kevin hier vor. Ja, dankeschön. Applaus